Absolut. Zeddy hat eine tolle Entwicklung genommen, hatte leider Pech in seinem Werdegang, dass er sich zweimal die Hand gebrochen hat. Und ihm drücke ich natürlich ganz besonders die Daumen, dass er gesund bleibt. Und ich bin fest davon überzeugt, dass er seinen Weg machen wird. Zeddy hat eine ungeheure Dynamik, es ist ein riesengroßes Bewegungstalent. Die Dinge umzusetzen fällt ihm sehr einfach. Und wie gesagt, er ist halt beidfüßig und er kennt die Räume gut, weiß, wann er wie schnell das Spiel eröffnen muss, wann er mal Tempo rausnehmen muss. Also an ihm haben wir sehr viel Freude im Moment. Ja, Luca macht das ganz toll. Hat sich hier in die Gruppe auch erstmal reinfinden müssen und findet jetzt natürlich erste Profitrainingslager. Da wird der Körper auch schon mal schnell ein bisschen müder und das müssen wir natürlich vernünftig steuern. Und da sind wir immer im Gespräch und auch totales Vertrauen in den Jungen. Und ich denke auch, dass er in Zukunft noch ein Gesicht von Werder Bremen werden wird. Wie schnell das geht, liegt natürlich dann am Ende auch an ihm. Er ist hier dabei, er saugt die Dinge auf, ist demütig, guckt und fragt auch bei den Älteren, bei den Erfahrenen, wie zum Beispiel Drobo nach, was kann er wie vielleicht besser machen. Und hat aber trotzdem diese Grundüberzeugung, dass er auf jeden Fall irgendwann Bundesliga-Torwart bei Werder Bremen wird. Ja, Drobo ist ein toller Typ, da sind wir auch sehr, sehr glücklich, dass er weiter zu unserer Gruppe gehört. Es hat klar besprochen, dass nicht mehr viel Einsatzzeit für ihn da ist, aber für die Gruppe, fürs Team und alleine den Jungs zu zeigen, wie man das schafft, dann 20 Jahre im Profifußball irgendwie dabei zu sein und so mit der Einstellung, da kann er, glaube ich, mehr erzählen als viele andere. Ja, der ist einfach so, für die Gruppe ist er so ein bisschen der Redelsführer und gibt gewisse Dinge vor und da ist er einfach wichtig im ganzen Teamgefüge.